Das ist ein Lied, da müsstet ihr auf jeden Fall meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen üben, weil die Wechsel auch relativ schnell sind. Ja, ihr seht das hier, ist ein Dreivierteltakt und dann habt ihr auf der 3 und auf der 1 wieder den Wechsel. Wenn ihr, gebe ich euch noch einen kleinen Tipp für dieses Lied, spezielle Art. Ihr müsst immer dann denken, wenn ihr das G auf diese Art und Weise greift, wie ich das mache, Mittel, Ring und kleiner Finger, dann habt ihr eigentlich so gut wie immer die Möglichkeit, bei einem C-Dur nur zwei Finger zu bewegen, und zwar die. Ihr lasst hier den G im Bass, der passt nämlich auch zu C-Dur, und habt hier die beiden Finger eben wie beim C gegriffen. Ja, das kann man auch gut üben. Den Rhythmus selbst könnt ihr hier nicht spielen, weil ihr seid hier im Dreivierteltakt. Ihr habt ja dann zwei auf G und einen auf C. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Am Ende habt ihr D7 als Wechselakkord, ist aber eigentlich auch nicht das Problem. Vielleicht dann auf diese Art und Weise üben, um dann nachher vielleicht das ganze Lied zu machen. Jetzt haben wir hier, dachte gerade, ich kann es euch auch groß machen, aber dann fehlen euch die. Wir machen es mal anders. Wir können es ja einmal durchspielen und dann scrolle ich, dann könnt ihr euch entsprechend später bei der Aufnahme den Bildschirmschluss machen. Ich mache das nämlich jetzt größer dann. Könnt ihr das auch vernünftig noch lesen? Okay. Ja, also ich bin im Capo dritten Bund, falls ihr mitspielt. Thank you.